Ja, alles klar. So, die Kaserne ist eigentlich auf der linken Seite. Jetzt haben wir es irgendwie verkäst. Moment, können wir hier irgendwie rüber? Natürlich nicht! Wir müssen erstmal hier hoch. Haha! Nee, komm schon! Ja. Anstrengende Kacke hier. Moment, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Ah, jetzt muss ich da irgendwie noch rüber. Scheiße. Hinter dem Zaun ist die Kaserne, Leute. Er kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ich kann hier, glaube ich, rüber, wenn ich Glück habe. Ja, geschafft. Ich kann fliegen. Oder so. 99 Luftballons fliegen überm Horizont oder so. Wunderschön. Ha! Nein! Mein Fahrzeug brennt! Lass mich hier rein! Tschüss. Bumm. Das war ich nicht. Nee. Alles gut. Da ist ja noch ein Ballon. Habt ihr das gesehen? Da oben. Mensch, hier sind sie echt überall. Ah, was hier übrigens auch neu ist in GTA Vice City Stories im Vergleich zu Vice City. Hier gibt es auch Jetskis und Helikopter. Ja, das ist, ja. Kannst mit dem eigenen Heli fliegen und so. Du hast dann auch später einen in deinem Versteck. Voll geil. Da ist ja ein Panzer. Das ist ja voll geil. Aber den dürfen wir nicht nutzen, ne? Nope. Das ist nicht so geil. Das ist schade. Ich hätte jetzt eigentlich auch einfach die PSP-Version spielen können. Habe ich auch hier. Aber ich dachte mir so, nö. Ich habe es auch auf der PS3. Spielen wir doch einfach die Fassung. Im Moment ist die Steuerung halt ein bisschen... Aber das kriegen wir schon hin. Jo, dann also nochmal die ganze Scheiße hier. Sternkraft ist da! Hi! Ja, das kennen wir schon. Dankeschön. hi Sternkraft, na, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Freut mich. Schön, dich zu lesen. Trifft Phil in seinen alten Bude. Ja, das kennen wir ja schon bereits. Aha, voll toll. Wow. Hast du denn schon mal GTA-Teile gespielt? Hast du denn schon damit Erfahrungen, Sternkraft? Wenn ja, was ist denn dein Lieblings-GTA-Teil? Wir spielen hier nämlich gerade mein Lieblings-GTA-Teil eigentlich. Und danach eigentlich noch GTA 4. GTA 4 ist noch... GTA 4 und GTA Vice City Stories sind so meine Lieblingsteile. Tatsächlich. Ach, leck mich doch am Hintern. Vor allem GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Liebe ich. Total lustig. Zumindest so weit, bis ich es gespielt habe. Ich hatte es noch gar nicht durchgespielt, aber bis dahin. Es hat ja auch nochmal so ein bisschen 80er-Flair und so. Und voll geil. Voll geil. Was? Ich klinge, glaube ich, fast besser als das Motorrad, oder? Nee, ich glaube doch nicht. Jo, Phil, ich komme. Ah, Taxi! Gut, einmal hier rüber, würde ich mal sagen. Geht, glaube ich, vielleicht eventuell ein bisschen schneller. Hui! Und da sind wir auch wieder. Yay! What? Wieso muss ich denn hier rüber? Dann... Ha! Blödsinn. Blödsinn. Was schön, dich zu lesen, hast du gesagt. Hey Vic, how you doing? Martinez ja? Wanted me to give you this. Ist das schön? Keine Sorge, ja, nicht registriert, bla. Weg damit. Ich schaue ja nur gerne zu, bin ich so der Spieler. Ach so, da war was. Ja gut, aber hätte sein können trotzdem, dass du vielleicht irgendwie damals 2006 das irgendwas gespielt hast. Ich weiß ja nicht. Hey, die hat ein anderes Outfit an. So. Die ist extrem freizügig gekleidet, Leute. Hat sie jetzt schon wieder was anderes an? Jetzt hat sie doch was Rosanes an. What the fuck? Wie hat sie sich denn jetzt umgezogen? So schnell. Oder ist das so eine Special-Kleidung, die sich einfach von alleine färbt? Je nach Gemütszustand. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach zu Starfish Island. Diese Karre ist übrigens sehr schnell und das Spiel ruckelt übrigens ziemlich doll. Oh, nicht schon wieder ein Stern. Wir ziehen das durch. Wir schaffen das. Diesmal kriegen wir das hin, Leute. So, hier dürfen wir rechts rein.
So, wunderbar. Starfish Island, hier sind wir wieder. Hier übrigens die Party, wo sie hin wollte. So, da sind wir. War doch nicht so schwer, Mensch. Thanks for the ride, rugged fella. Maybe I can pay you back in kind later. I just need to find Mary. Sure, she's right over there. Are you Mary? Come on, let's go. Hey, we paid for her. She's not going anywhere. Is that a fact? Damn right. Come on, let's get this low-life nobody and teach this bitch a lesson too. Get off me, man. Ah, beschütze vor den gewaltigen Arschlöchern. Ist halt so. Ihr seid halt. Hallo, kann ich eigentlich auch irgendwas machen? Eine Shotgun! Boah, voll reingedonnert in your face, Alter. Lasst sie in Ruhe. Hi, alles gut bei dir, Mary? Bring sie zurück zu Fort Baxter. Das machen wir. Take it easy, Muscles. I've got a delicate disposition. Wir fahren noch gar nicht. Und was ist mit dem eigentlich? So, wir schnappen uns jetzt einfach mal eine neue Karre, denn meine ist ja kaputt gegangen. So, steig ein, Mary. Komm, sehr schön. Oh, ein Infernus, mega geil. Die sind richtig schön schnell hier. Oh, sorry. Kann ich die Kamera zurücksetzen? Irgendwie nö, ne? Cool. Rechts rum. Und dann schön zurück zum Fort, nicht? Du wirst dich freuen, meinen Lieutenant zu sehen. Der ist total nett und so. Ja. Ach so, du kennst ihn bereits. Na dann, diskutier das mit ihm aus. Ich will eigentlich am besten gar nichts mit euch beiden zu tun haben. Naja, fahren wir dich mal rüber, ne? Ist ja wunderbar. Na, ein bisschen vorsichtig, ne? Die Karre ist sehr schnell. Die kann sehr schnell werden. Leute, ich bekomme Hunger. Ah! So. Ich wollte heute noch einkaufen, stimmt ja. Ah, lol. Dann kann ich nicht so lang streamen. Hallo, oh Scheiße. Weißt du, wie die Fahrzeuge halt erst relativ nah aufploppen, sage ich mal. Das ist halt ein bisschen blöd. War aber auf der PSP natürlich auch so. Wie gesagt, das ist halt natürlich ursprünglich eine PSP-Version gewesen, ne? Also eine Handheld-Version für unterwegs. Deswegen... Ja... Ich hatte natürlich, muss man ein paar Einbüßen machen hier natürlich, das ist natürlich klar. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder darüber kommen, irgendwie, pass mal auf. Muss ich jetzt rechts rum? Passt schon. Passt schon. Das ist dann die Kurve und dann kommen wir dahin, genau, das ist auch die Kaserne. Lol, cool, umgedreht. Fort Baxter, kann ich dich hier absetzen und du läufst den Rest zu Fuß? Nein, wahrscheinlich nicht, oh Mann. Und hier sind wir schon. Oh, cool. Nice. Corporal Vance, would you care to explain why this marijuana hidden under your bed? And who the Sam Hill is this? Hey, buddy. Listen, I charge more for groups. You brought a whore onto the base? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier. You're a disgrace. Und damit wurden wir rausgeworfen. Ah, toll. Dankeschön, du Behinderter. Martinez, ich habe einen Job für dich und eine Bude, wenn du eine brauchst. Begib dich zurück zu Phils alter Bude. Ja, toll. Alles die Schuld von dem scheiß Martinez, ne? Dieser behinderte Vollarsch. Geil. Und ich dachte, mir passiert nichts. Er ist ja mein Vorgesetzter. Am Arsch. Toll, jetzt bin ich entlassen hier. Toll. Jetzt wurde ich aus der Army geworfen. Oh, guck mal. Ach, wie cool. Ach, wie süß. Ja, du hast recht, die alten Spiele habe ich schon öfter gespielt und hat mir auch immer Spaß gemacht. Ja, die alten Spiele sind einfach eh sowieso die besten. Oh, dieses Motorgeräusch. Oh.
Göttlich! Oh, wow, Headshot. Aua. Geil. Ja, die alten Spiele sind einfach die besten. Mit denen habe ich einfach auch am allermeisten Spaß. Das ist einfach so. Ich spiele die einfach auch am allerliebsten. Mit PS4 und so bin ich einfach überhaupt nicht glücklich geworden. Die werde ich auch verkaufen. Steht schon auf eBay tatsächlich. Ich werde mir wahrscheinlich trotzdem eine Xbox One dann von dem Geld holen. Einfach um auch ein paar neuere Spiele spielen zu können, wenn ich dann das dann will. Aber auch überwiegend, um einfach dann auch alte Spiele zu spielen, weil die Xbox One ist ja abwärtskompatibel zu Xbox 360 und dann möchte ich einfach auch alte Spiele da nachholen. Und da gibt es ja auch die Rare. Wie heißt die? Die Rare Collection? Ja, auf der Xbox One. Das sind ja 30 alte Rare-Titel. Unter anderem auch viele Nintendo 64-Spiele dann dabei. Voll geil. Ich bin auch eher so ein Retro-Typ. Ich liebe alte Spiele. Die machen einfach am meisten Spaß. Ich weiß nicht, das. Da ist noch so viel, ich weiß nicht, Liebe drin? Ich habe keine Ahnung. Die machen einfach am meisten Spaß. Deswegen werden wir auch sehr viele Retro-Spiele zukünftig spielen und auch auf GameTricks auf dem YouTube-Kanal kommen einfach auch sehr viele Retro-Spiele. Da werde ich mich natürlich auf Nintendo festbeißen. Wir werden dann natürlich auch öfter Switch-Spiele spielen. Aber wir werden auch fucking viele Retro-Spiele spielen, weil ich sie liebe. Das ist beste Spiele, beste Zeit, weiß nicht. Heutzutage geht ja alles so auf Grafik und Action und bombastische Inszenierung. Sieht cool aus, aber dafür fehlt so das Gameplay. So die Liebe im Gameplay, die Liebe im Detail. Die machen zwar dann kurzweilig Spaß, alles voll cool, aber die haben keinen Wiederspielwert mehr irgendwie, die neuen Spiele. Die sind viel zu sehr auf Grafik ausgelegt, ja, finde ich persönlich. Ja, weiß nicht. Die alten Spiele sind da eben mehr noch auf Gameplay und auf lustige Sachen und so. Das fehlt einem einfach in den heutigen Spielen, finde ich. So, hier sind wir auch schon. Zack, guck mal. Huch, Fahrzeuge, die hinter dem Haus geparkt sind, bleiben nach dem Speichern erhalten. Genau, das ist wunderbar. Das ist jetzt eben unser neues Versteck hier. Voll toll. Mission erfüllt! Krieg ich kein Geld? Lappen. Was ist das? Du brauchst 4000 Dollar, um eine kugelsichere Sanchez zu kaufen. Moment. Gab's das in der PSP schon? Eine Sanchez ist ja ein Motorrad. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das in der PSP gab. Kugelsicher vor allem. Das ist ja sehr interessant. Gehen wir mal hier rein. Ne? Das ist unser schönes neues Versteck jetzt. Unser schönes neues Zuhause. Das sieht auf jeden Fall ganz toll aus hier. Wow. Totale geile Bruchbude. Küche komplett verschimmelt. Das ist wunderbar. Es ist eine sehr tolle Bude. Naja, wir haben eine Bleibe. Wir leben. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben immerhin einen Ventilator und ein Bett. Das ist ja schon mal was. Naja. Toll. Ja, bitte überschreiben. Magst du Fluch der Karibik? Ich finde alle Teile mega geil. Ja, ich auch. Du. Ich liebe Fluch der Karibik. Das ist der wunderbare, geile Wahnsinn. Ich habe halt die ersten drei Teile geguckt. Ja. Was? Ach ja, wir können uns auch umziehen. Wir haben jetzt aber keine neuen Klamotten tatsächlich. Ja, mag ich total. Die Musik auch total göttlich. Ich liebe auch so Piratensachen. Assassin's Creed Black Flag zum Beispiel. Mega geiles Spiel. Weil das komplette Piratensetting geil ist. Mit der ganzen Piratenmusik. Und werde ich auch noch irgendwann streamen. Freue ich mich mega drauf. Habe ich einfach schon ein bisschen gespielt gehabt. Noch nie durch, deswegen werde ich das einfach auch mal mit euch zusammen dann spielen. Das wird richtig toll. Oh. Oder Sea of Thieves für Xbox One. Ist auch ein Grund für eine Xbox One, weil ich Sea of Thieves spielen will. Auch so ein richtig tolles Piratenspiel. Ja, ich mag das Setting auch voll. Liebe ich total. Ich habe auch Lego Fluch der Karibik hier für die Wii. Auch ein total lustiges Spiel und einfach, ja, Fluch der Karibik auch auf jeden Fall beste. Was ist denn heute mit meiner Stimme, Mensch? Moment. Oh, die kackt ja richtig ab. Oh Mann. Ich glaube, meine Stimme kackt irgendwie ab. Es geht ja auch zur Zeit richtig was rum.